Polizisten in ganz Deutschland haben in großem Umfang Dienstcomputer genutzt, um für Privatzwecke Daten von Bundesbürgern abzurufen. Bundesweit sind seit 2018 mehr als 400 Ordnungswidrigkeits-, Straf- oder Disziplinarverfahren infolge unberechtigter Datenabfragen durch Polizeibeamte eingeleitet worden. Das ergab eine Umfrage von Welt am Sonntag bei den Innenministerien und Datenschutzbeauftragten der 16 Bundesländer und des Bundes. Unter den Angaben ist auch eine zweistellige Zahl eingestellter und in Prüfung befindlicher Verfahren. Das Problem der missbräuchlichen Nutzung polizeilicher Datenbanken durch Beamte wird bundesweit diskutiert, seitdem mehrere Dutzend Drohschreiben an Politiker und Prominente mit dem Absender NSU 2.0 verschickt wurden.